Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Live-Commentary zu Total War Shogun 2. Ja, ich bin's, euer Legacy, und ich kämpfe auf der Karte Ubayu Onsen gegen den Oka alias Taco Planter. Ja, also ich kämpfe mit meiner klassischen oder traditionellen Total War Shogun 2 Armee gegen seine industrielle Fall of the Samurai Armee. Ja, also ich werde versuchen, ihn zu flankieren, mit meiner Kavallerie ein wenig abzulenken, damit meine Gewehr- und Bogenschützen seine Truppen ein wenig Moralminus verschaffen können. Aber das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, wenn wir die Karte dann sehen mit meiner Aufstellung. Ja, ich benutze hier das Gefolge Kälteeinbruch. Das verringert die Nachladefähigkeit seiner Bogeneinheiten. Obwohl mir gerade auffällt, dass er eigentlich gar keine haben dürfte. Ja, also ich nehme eine fertige Aufstellung, nämlich Krieg des Tigers. Und dann zeige ich euch auch mal meine Einheiten und meine Einheitenaufstellung. Ganz vorne habe ich meine Gewehreinheiten, meine Lundenschloss-Ashigarus. Dahinter kommen dann meine Naginata-Kriegermönche, meine Naginata-Samurai. Dahinter habe ich dann Katana-Helden und Katana-Samurai. Andersrum, Katana-Helden und Katana-Samurai. Dann habe ich links und rechts hier Bogenkriegermönche. In der Mitte habe ich dann Naginata-Kriegermönche und Katana-Samurai. Und hinten steht mein General mit Schutz von der großen Garde. Ja, also ich werde versuchen, mit meiner ganzen Armee hier rüber zu gehen, auf diesem Berg. Und dann können meine Schützen hier runterschießen. Er wird wahrscheinlich versuchen, mit seiner Kavallerie hier rumzureiten, um mich zu flankieren. Aber ich habe genau das gleiche hier rum vor. Deswegen stelle ich, habe ich gerade nicht dran gedacht, meine Kavallerie schon mal hier hin. So, ja, in Pfeilformation. Jetzt sind sie ja gerade nicht geschützt. Also sie sind noch nicht verdeckt, was mir nicht so sehr gefällt. Hier müssten sie eigentlich geschützt sein. Egal, ich stelle sie einfach mal hier hin. Und dann mache ich jetzt auch mal bereit. Und dann geht's auch schon los. Ja, also Okas Armee, er hat halt eine modernere Armee. Er hat hier vorne seine ganze Infanterie Schwarzer Bär. Dahinter hat er dann gewöhnliche Speerkämpfer und Schwertkämpfer. Hier hat er noch einmal Infanterie der Marine. Dann hat er hier hinten Kavallerie, die mich angreifen soll. Und hier steht sein General. Ja, also ich werde meine Armee jetzt hier hinstellen. Was natürlich mal wieder nicht klappt. So, jetzt muss es. Sag mal. Ja, jetzt geht's. So, hier hat er Kavallerie und hier hat er Kavallerie, die mich angreifen soll. So. Die werden sich hier rum kümmern. Und die werden sich hier rum kümmern, die eine sehr viel größere Gefahr ist, obwohl die mir in den Rücken reiten können. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Truppen aufstellen. Meine Gewehrschützen und meine Bogenkriegermönche sollen die Kavallerie jetzt gleich auch beschießen. Seine Infanterie der Marine kann sehr gefährlich werden, weil sie eine hohe Schussrate haben und auch eine, ich glaube, höhere Reichweite als die normalen Infanterie haben. So, da schicke ich jetzt gleich mal meine Bogenschützen und einen Trupp Gewehrschützen rauf. Hier rauf. So, damit ich gleich zum Angriff übergehe. Weil sonst dauert das einfach zu lange. Ich bin gespannt, wann sie schießen können, also seine Truppen. Meine Bogenkriegermönche werden hier gleich schon schießen. Und meine Kavallerie macht hier gar nichts. Ja, also seine Kavallerie wird mich hier gleich angreifen, wenn ich sie sehen würde. Auf jeden Fall, meine Kavallerie reitet jetzt hier in seine ungeschützte Flanke rein. Und die dürften jetzt eigentlich schon schießen, ja. Jetzt schießen die hier mit Brandpfeilen. So. Schießen die doch einfach mal hier auf den General. Der ist gerade so schön ungeschützt. Einfach mal raufschießen. So, und jetzt kann ich mit der restlichen, mit den restlichen Fernkämpfern den hier auch schon mal zusetzen. Dann kommen jetzt meine, so, die setze ich auch hier auf seinen General an. So, meine Kavallerie, sieht man schön, reitet hier jetzt schon rein.
Dann werde ich jetzt mit meiner restlichen Armee. Die nicht. Werde ich jetzt auch hier in der Mitte angreifen. Ich klicke auf seinen General. So, seine Kavallerie kommt jetzt hier. Die werde ich hiermit gleich abfangen. Da schicke ich die beiden Trupps drauf los. Nein. Ja, die und die. Die werden sich jetzt hier rum kümmern. So, und der Rest wird sich jetzt hier um seine Truppen kümmern. Meine Kavallerie dürfte da eigentlich sehr gut Schaden gemacht haben, weil sie ist direkt in seine Gewehrschützen reingeritten. So, mein General, da ist er. Der aktiviere ich jetzt gleich mal sammeln. Unser General ist in ernster Gefahr, mein Lord. Ja, mein General will er jetzt angreifen. Aber mein General wird zu gut geschützt. Das hat er auch gerade gemerkt. So, und jetzt werde ich mit all meinen Truppen seinen General angreifen, um meinen Moralminus zu verursachen. Mit meinen Bogenschützen werde ich gleich nochmal die Brandpfeile aktivieren. Ja, so. Da kommen jetzt auch Truppen. Darum werden sich auch meine Bogenschützen kümmern. So. Es sieht so aus, als wenn er gewinnen würde. So. Die schießen lieber in die Kavallerie rein. Da machen sie wohl mehr Schaden. So, jetzt fängt er an zu rennen. So, jetzt schießen meine ersten schon. Ah, die Kavallerie habe ich nicht gesehen. Also, er war hier auch klar in der Überzahl. Und da habe ich leider schon verloren, wie ich glaube. Weil ich habe nicht mehr so eine große Chance mit meinem General, diese ganze Armee zu besiegen. Sein General habe ich noch getötet, was mein Ziel war, aber das hat nicht so ein Moralminus verursacht, wie ich dachte. Mann, sein General lebt sogar noch. Oh. Ja, schade. Und da habe ich jetzt auch leider verloren. Also ich habe versucht, ihn hier über die Flanke anzugreifen. Da habe ich leider nicht auf seine Kavallerie genug geachtet. Ja. Also hier erschießt er jetzt noch ein paar von meinen Fliehenden. Und da ist die Schlacht auch schon vorbei. Es werden noch mehr Schlachtkommentaren auch zu Fall of the Samurai von mir kommen. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.